My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, da sind wir wieder mit 2 Kilo Rinderhack. Wow, als erstes 2 Teelöffel schwarzer Pfeffer da rein, feuern hier in den Pott. So, und dazu natürlich 3 Teelöffel Paprikapulver. So, und jetzt den Cheyenne-Pfeffer nicht vergessen, 2 Löffel voll. Und dazu Oregano, 3 Löffel ungefähr, ich lunze einfach ein bisschen was hinterher. Und jetzt hier Schnittlauch, einen Bund reinheizen hier, volles Fett. Ein Bund Lauchzwiebel, klein geschnitten. So, und dazu kommen natürlich noch 5 Chilis. Rote Chilis, schön scharf hier, schön klein geschreddert. Rein damit. Und jetzt getrocknete Tomaten für die Girls, ne? Bisschen was fürs Auge. So, und dazu hier 2 rote Paprika gewürfelt. So, jetzt kommen die Zwiebeln dazu. 2 rote Zwiebeln hier. Oh yeah, die dürfen nicht fehlen. Und jetzt für eine Handvoll. Salz kommt nämlich gleich. Aber erstmal wurschtel ich schon mal ein bisschen durch, denn das ist eine ordentliche Masse, Freunde. So, ein bisschen geknetet haben wir. Hallo, Gas, schneller kneten hier. Oh, schön mit der Hände rein hier. Das gibt eine schöne, leckere Masse. Oh ja. So, Handvoll Salz noch hinterher hier. Genau, ja, nicht vergessen. Nochmal weiter kneten hier, genau. So, jetzt schön untermühlen hier. Super. So, hat man das jetzt, habe ich hier schön ausgebreitet. 3-mal Blätterteigrollen hier, die man so holen kann im Laden. Und jetzt hier wird das erstmal mit Bacon präpariert, quasi, ne? Ja, das Hack soll ja auch schön im Fett liegen, ne? So, ich lasse das ja nicht einfach so auf den Teich. Nee, da kommt das Bacon-Schutzschild drunter, ne? Und jetzt kommen wir erstmal schön hier den letzten Streifen noch hinlegen. Jetzt lunsen wir hier unsere Hackmasse. Ja, die ist gut gefüllt. Hier, die ballern wir da jetzt drauf. Oh ja, schön. Jetzt zack, den nächsten Fladen daneben und hier auch. Oh, der Hack ist immer gut. So, jetzt hier mal ein bisschen schneller, Freunde. Denn wir wollen ja auch gleich befüllen. So, haben wir das jetzt hier fertig hier. So, da die letzten Meter noch hier. So, oben lassen wir ein bisschen frei, ne? Ihr wisst gleich warum, ne? Ja, da war noch ein bisschen was drin im Pott. So, und jetzt hier die guten Petersilie hier, ne? Schön und bunt hier. Drauf streuen hier. Ein bisschen was fürs Auge, was Grünes, ne? Für den Geschmack, ne? So, Freunde, dazu, ja, wenn wir das jetzt hier bestreut haben, begrünt quasi, Grünflächen fürs Land, da kommt nämlich Salami drauf, nämlich die Lammsalami hier. Oh ja, direkt vom Italiener geholt hier. So, da sieht aus wie eine Pizza so ein bisschen, aber es wird keine Pizza. So, wenn man das jetzt hier so belegt hat hier, so, schön überall ein Salamischen. Kommt der gute Parmesankäse hier. Ordentlich einen Hobel hier nehmen und dann immer ordentlich ein bisschen was drunter hobeln hier. So einen ganzen Block, den kann man da gut hier verheizen. Sieht ja super aus. Oh. Ja, genau. So, wenn man das jetzt hat hier, so, da fehlt noch überaus. Ich geiz nicht mit dem Käse. Kann nicht schaden. So, jetzt reicht's aber auch. Ja, gut, da ist noch was dran hier. Johnny lässt nichts verkommen. So, für euch Freunde. So, jetzt hier, guter Trick hier, das Backpapier unten drunter lassen. Dann kann man das nämlich prima zusammenrollen. So, hier, und immer ein Stückchen weiter das Papier zurück. Ah, sieht doch super aus. Und nun, ein bisschen weiterrollen. Genau, und wenn man es jetzt hat, so, jetzt kann man auch mit der Hand weitermachen, ja, ohne Papier. So, schön aufmachen. The Big Roll jetzt mal wieder, ne? Da ist er, der Prängel, ne? Der Kamerad. So, und weil uns das nicht reicht, wird das natürlich noch gebaked, ne? Mit Bacon. Bacon-Schild rum, ne? Weil der Teig könnte ja schwarz werden, solange wie der braucht, bis alles drin durch ist. So, zur Sicherheit. Damit kann nämlich nie was schief gehen.
Der essbare Bacon-Schutzschild. So, nun? Ja, jetzt überhaupt mal überrascht. Jetzt zack hier, guckt euch das an, die Roll, und schon ist der Bacon drum gewickelt. Bisschen formieren und jetzt kannst du ab auf den Grill, Freunde. Oh ja. Yeah. So, hier haben wir noch einen Smoky Nato wieder aufgebaut. Einfach nur als Hitzeschild jetzt hier benutzt. Man muss nicht low and slow, sondern ungefähr 160 Grad feuern hier, ne? So. Und jetzt geht der Rauf, ne? Vorne, ja, super. Und unsere Roll, die lasse ich jetzt mal ein bisschen auf dem Backpapier, dann kriegt man sie nachher besser runter. So, das Ganze dann für 3,5 Stunden grillen hier, ja. Oh, ich mach's noch ein bisschen hübsch für euch hier, ja, so, zack, super Teil. Und jetzt Deckel drauf, 3,5 Stunden Gas machen hier, genau. Und jetzt, boom, ey, oh, crispy Bacon oben drauf, Teig, Cross. Ja, das ist gut. Oh, und jetzt kann das Ding runter vom Grill, ganz genau. So, Handschuhe nicht vergessen. Gitter ist heiß. So, runter damit. Und jetzt hier, Messer raus, ey. Hier, die Ostereier stehen schon parat hier. So, jetzt lunsen wir da mal durch. Hier, frohe Ostern, der Hase kommt reingeschoben. Die dritte Hand mal wieder, ne? Und aufgeklappt. Oh, ja, das ist ein Braten hier, wa? Johnny's Extreme Blätterteig Roll. Bacon gemantelt. Nur für euch. Boys and Girls, ballert's euch rein. So, Rezept seht ihr da. Und nun, kleines Auswahlmenü für euch. Die Hotdogs kann man sich immer mal wieder reinballern für zwischendurch. Oder da unten, Johnny's All-in-Roll. Tja, wer die Rolle mag, der wird auch die mögen. Also Freunde, bis bald. Ciao.